Dort, der nächste. Fress brennenden oder vielleicht frostigen Tod. Meine Klinge. Perfekt, kritischer Treffer. Oh mein Gott, sie haben sich auf uns abgesehen. In so einem Fall gehen wir natürlich mit ihr in den Nahkampfmodus und kämpfen gegen den. So. Sehr gut. War gar nicht nötig, da irgendwie noch weiter zuzuhauen. Okay. Wie sieht es eigentlich bei uns aus hier? Wir sind auch fast ein Level gestiegen. Das ist super. Das kriegen wir hier noch hin. Und Jahira kriegt das hier auch noch hin. Denke ich doch mal. Würde mich jedenfalls freuen. Okay, es gibt einige Wege, die wir hier gehen können. Wollen wir hier runter gucken? Hier entlang. So, man kann hier übrigens runterlaufen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass dort nichts ist. Oh mein Gott, die laufen sehr komische Wege. Das gefällt mir gar nicht. Und da kommt auch noch Xwarz. Okay, also... Er geht mal hier hin. So gut wie erledigt. Sie geht bitte mal hier kämpfen. Er haut bitte mal auf den drauf. Okay, er ist geplatzt. Sehr gut. Minsk hat seine Aufgabe erfüllt. Jetzt greifen wir hier an. Ich werde hier auch mal kurz weglaufen. So, bitte nochmal Fernkampf umschalten und dann machen wir den da platt. Da ist einfach eine Gruppe Xwarz hinter uns gespawnt. Wie kann ich helfen? Und ich kann euch sagen, selbst hier zu übernachten kann manchmal schwierig sein, weil ihr habt es ja vorhin schon gesehen, als wir angekommen sind. Worum ich werde mich im Hack umdrehen, darum kümmern. Meine Klinge wird. So, ich greife am liebsten immer mit den Fernkampfleuten den an, der es den längsten Weg zu uns hat. Ja? Weil er eh zu uns wie laufen will. Okay, dann hier außen rum und hier runter. So. Hier ist cool, weil die können eh nicht vorbei an unseren beiden Tanks. Das bedeutet, wir können die einfach zugucken, wie wir die zerfetzen. Und die können uns nicht angreifen. Der sucht auch einen ziemlich blöden Weg hier. Sehr schön. Also normalerweise müsste man jetzt hier runterlaufen, weil man kann hier nicht reingucken. Man müsste jetzt praktisch einen Charakter hier runterschicken. Der dann hier unten reingeht. Ganz langsam, so. Und dann kann man erst sehen, ob hier was ist. Das ist, wenn man zum ersten Mal hier ist, extrem schwer zu finden. Und man sollte alle diese Dinger hier absuchen, wenn man nicht weiß, wo man hin soll. Wir wissen schon, wo wir hingehen. Ich erspare uns einfach mal, jedes einzelne Loch runterzulaufen. Denn es ist sehr nervig. Hier sind noch ein paar kleine Xwarz. Die fetzen wir auch gleich mal weg hier. Wo rennen die jetzt eigentlich hin? Komm her, bleib mal hier stehen. Mach das mal nur mit den beiden, die müssten eigentlich ausreichen. Ich denke mal, Minsk ist an einem Punkt, an dem er relativ verlässlich Gegner killen kann. Ich meine, ich kann ja auch nur noch hochlaufen und ein bisschen singen. Dann jetzt mal hin und singen wir noch ein bisschen, so, damit die auch ein bisschen besser treffen, ein bisschen mehr Glück haben. Sehr schön, schon läuft's. Muss nur mal der Chef hinten dran stehen, dann läuft das auch. Perfekt. So ich das haben, Freunde. Ich muss immer die Befehle geben hier. Okay, ich habe natürlich das Finale zum Schluss aufgehoben, das ist hier oben. Wo ihr braucht, nur zu fragen. So, drehen wir jetzt noch ein bisschen. Damit wir auch in der richtigen Aufstellung hier hochlaufen. Ihr seht, ich benutze diese dünne Aufstellung sehr gern, diese dünne, lange Aufstellung. Weil nämlich die Charaktere dann am besten in diesen engen Gassen am besten laufen. Und hier sind ziemlich viele Gnolls. Und die meisten von denen kommen, glaube ich, nicht zu uns. Sie sind relativ schwach. Deswegen sollten wir eigentlich dazu in der Lage sein, die zu schaffen, ohne irgendwelche Magie zu benutzen. Ich will meine Magie möglichst lange aufheben. Ihr könntet die Hellebarden hier einsammeln, also das könnten wir jetzt tun, aber ich denke, es muss nicht unbedingt sein.
Oder war noch ein Zauberspruch? Die sind auch nicht viel wert, ehrlich gesagt. Und hier liegt überall Blut rum. Das ist gar nicht gut. Wer weiß, was die hier vorhatten. Da sind noch mehr. Gehen wir hier rüber. Oh, da sind sogar ganz viele. Passt doch auf, Freunde. Wenn da so viele sind, dann lohnt sich's definitiv. Also zaubern wir mal hier Schlaf auf alle. Naja, es sind nicht alle, aber es sind zumindest die meisten, die eingeschlafen sind. Sehr gut. Und Gilrain ist ein Level gestiegen. Grandios. Ja. Die Fernkämpfer sollen bitte mal den hier schon mal angreifen, den Gnoll-Häuptling. Der ist nämlich am schwersten. Während die Nahkämpfer die anderen hier platt machen, machen die Fernkämpfer den Gnoll-Häuptling platt. Perfekt. Nur noch ein Abschlachten hier. Und wir haben noch ein Level-Up für Jahira. Sehr gut. Speichern wir ganz kurz zwischen. Und dann machen wir erst den Level-Up für Jahira. Entschuldigung. Und ja, als Kämpfer-Druidin ist sie natürlich dazu in der Lage, hier alle zwei oder drei Level auch wieder einen Fertigkeitenpunkt zu bekommen und kann manche Waffen sogar höher machen als plus zwei. Also Schleuder und Keule geht, glaube ich, nur bis plus zwei und das war's. Sie kriegt einen Zauber des zweiten Grades. Nee, Zauber des zweiten Grades 1. Doch, also sie kriegt einen Zauber des zweiten Grades, kann besser treffen, hat eine Waffenfähigkeit bekommen, 12 Lebenspunkte. Sagen Kunde meins, egal. Keule geht's. Nee, geht bis 5. Okay, also anscheinend kommt sie nicht weiter als bis plus 2. Na gut, ist aber auch völlig in Ordnung. Und was ich bei ihr gerne machen möchte, ist zum einen das hier. Kampf mit Waffe und Schild, damit sie nämlich besser vor Geschossen geschützt ist, während sie hinten steht und mit der Schleuder kämpft. Und ihre Schleuder werden wir erhöhen, damit sie nämlich auch damit mehr Damage macht. Und ich mache mal die Schleuder auf plus 2. Das bedeutet, sie macht jetzt hier einen Trefferwurf, weil sie trifft jetzt besser und macht auch ein bisschen mehr Schaden. Ne? Plus 2 Schaden, plus 1 Treffer. Ist besser, als einfach nur auf 0 zu sein. Und das nächste Mal, wenn wir mit ihr ein Level-Up haben, dann machen wir mit ihr halt das hier. Kampfstil mit Waffe und Schild, damit sie auch besser geschützt ist vor Geschossen, während sie hinten steht. So, das war's an der Stelle. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir können nämlich noch hier Stufe 2 Zauber anlegen. Und ihr seht, es gibt ziemlich viele Stufe 2 Zauber. Bei Priestern und Druiden ist das so, dass die nicht durch Zauberbücher lernen müssen, sondern die kriegen die Auswahl direkt hierher und können dann direkt anlegen. Gift verlangsamen ist sehr praktisch, wenn Gegner uns vergiften, dann können wir das nämlich verlangsamen, beziehungsweise sogar schwächere Gifte gleich entfernen. Personen und Säugetiere bezaubern ist richtig geil, weil das ist im Prinzip das, was unser Gilrain auch kann. Wenn sie das auch kann, das ist immer gut, wenn man einen Gegner aus dem Kampf rausnimmt, also wenn man generell Gegner aus dem Kampf rausnimmt. Wenn man die aber auch noch für sich gewinnen kann, ist es umso besser. Und Rinderhaut, wollte ich schon fast sagen. Rindenhaut ist richtig geil, weil das nämlich die Rüstungsklasse erhöht. Also für Magier Spitzenklasse. Krieger brauchen das nicht, weil die haben meist schon eine hohe Rüstungsklasse. Und ich würde gerne entweder das hier oder das hier anlegen. Gute Beeren ist auch klasse. Sie kriegt 5 Beeren, die sie dann essen kann. Jede Beere heilt, glaube ich, einen Lebenspunkt. Einen Trefferpunkt. Flammenklinge ist auch geil. Das gibt der Klinge hier, eine feurige, heiße Klinge, schießt aus der, ach so, nee, das ist aus der Waffenhand des okay. Also, ist ein Angriffszauber, ja, ist auch praktisch, ist ziemlich cool, braucht sie aber nicht unbedingt. Feuer und Kälte widerstehen ist auch awesome, wenn man es eben mit Feuer- oder Kältegegnern zu tun hat. Und jetzt, aktuell, würde ich entweder Gift verlangsamen oder Personen- und Säugetiere bezaubern anlegen. Ich denke, Personen- und Säugetiere bezaubern ist erstmal am besten. In dem Fall, weil wir nämlich alles, was irgendwie Personen oder Säugetiere sind, bezaubern können. Dann kämpfen die für uns. Und irgendwann später mal gehen wir auch ihr noch Gift verlangsamen. Ja, weil sie auch möglichst heilen soll und so ein Kram. Waffen und heilen. So, wir haben es hier gut überstanden. Ihr seht, wie mächtig Einschläfern ist. Da sind noch mehr Gegner. Komm, wir wählen alle. Ihr braucht nur zu fragen. Hält uns mal entsprechend auf. Jetzt sollen die kommen. Wieder viele. Komm, wir gehen mit ihr in den Nahkampf hier. Worum geht es diesmal? So, perfekt. Und jetzt kann sie wieder in den Fernkampf gehen. Das macht sie sogar automatisch. Schicken wir sie nochmal in den Nahkampf. In diesen Knoll hier. Ich glaube, da brauchen wir keinen Schlaf aktivieren. Ich denke, das kriegen wir so hin. Das vorhin waren wir doch schon zu viele. Und hier hat eben Schaden bekommen. Die Rüstungsklasse ist nicht so hoch wie die von den anderen, aber das ist in Ordnung. Können wir ganz kurz gucken, Jahira trifft momentan mit einer Quote von 16 und mit der Schleuder auch von 16. Okay, ja, ich renne mal kurz weg hier. Sehr gut. Wie kann ich helfen? So, wir speichern zwischen und ihr seht, hier unter speichere ich auch noch runterzulaufen. Ich werde mich hier mal weiter. Darum kümmern. Und zwar hier unten entlang.
abspeichern habe ich schon, ne? Genau, sehr gut. Da unten ist auch nichts. Gehen wir doch mal hier. Hier kann man drum herumlaufen, aber ich glaube, da ist nichts. Und überall, wo wir jetzt nichts sehen können, also außerhalb unseres Gesichtsfeldes oder unseres Sichtfeldes, können jetzt tatsächlich Gegner spawnen. Also könnte es sein, dass wir wieder zurückgehen, dass wir auch wieder eine Horde Gnoll begegnen. Aber so stark wie die hier werden die nicht sein. Und ihr solltet hier echt irgendwas benutzen wie Schlaf oder so. Ansonsten wird es nämlich echt übel. Hier sind noch ein paar Gnolle, ein Gnoll-Veteran und ein paar Xwarz. Machen wir erstmal die Xwarz platt. Genau, Minsk kennt die Taktik, mit der wir vorangehen. Immer auf die Augen. Nach dem Kampf machen wir noch ganz kurz mit Inventarpflege. Perfekt. So, Inventar. Ihr seht, wir haben ein paar Edelsteine, die wir abgeben können. Das ist super. Achso, kann ich jetzt eigentlich... Wir haben ja unseren Level-Up noch gar nicht gemacht. Den machen wir auch gleich. Packen wir hier rüber. Bis dorthin. So, so, so. Perfekt. Das hier auch noch rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Und das da rein. Und dann machen wir mal unseren Level-Up. Stufe erhöhen. Und ihr seht, wir haben auch wieder Fertigkeitspunkte zu verteilen. Ich scroll noch gerade so durch. Wir haben Taschendiebstahl 75. Das ist awesome. Wir haben jetzt auch Zauber des zweiten Grades 1. Also wir können jetzt auch Zauber zweiten Grades benutzen. Wir müssen aber erst eben Bücher lesen. Und eine Waffenfähigkeit. Das ist super. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit hier auf zum Beispiel Kampf mit Waffe und Schild zu gehen. Damit ich nämlich besser vor Geschossen geschützt bin, wenn ich im Nahkampf bin. Aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde gerne erst einmal meine Langbogenfähigkeiten ausbauen. Aber das Problem ist nur, dass man als Druide immer nur einen Punkt in Waffenfähigkeiten setzen kann. Als Druide, sag ich schon, als Bade meine ich natürlich. Immer nur einen Punkt in Waffenfähigkeiten setzen kann. Also ich kann nicht besser als geübt werden. Ich kann nicht spezialisiert werden. Meister, Hochmeister oder Großmeister kann ich nicht werden. Weil ein Bade alles kann, aber nichts perfekt. Also, was macht am meisten Sinn? Kampf mit Waffe und Schild könnten wir einen Punkt reinsetzen. Das wäre ganz, ganz gut. Oder wir könnten dann auch noch einen Kurzbogen vielleicht noch einen Punkt reinsetzen. Können mit Kurzbögen auch umgehen. Ist irgendwann später mal relevant. Das brauche ich nicht jetzt. Später wird es mal wichtig. Ich könnte in Armbrust investieren oder in Helebarden. Ich habe immer gesagt, Helebarden sind auch praktisch für Baden. Helebarden. Aber ich denke, ich mache zuerst einmal das hier. Falls ich will das, ich mache das rollenspieltechnisch. Ja, ich möchte gerne mit Langschwert und Buckler rumrennen, rollenspieltechnisch. Und dann bin ich auch noch, wenn ich mit Langschwert und Buckler rumrenne, dann kann ich, also ich kann quasi Langschwert und Buckler anziehen, kann singen und bin dann auch noch ein bisschen geschützt vor Geschosswaffen, während ich hinten stehe und singe. Mit Langschwert und Buckler. Ja, das ist so der Hintergrund, warum ich das hier mache. Okay, also nehmen wir das erstmal. Und irgendwann später machen wir Kurzbogen. Das habe ich mir auch noch ausgesucht, damit wir damit auch umgehen können. Vielleicht noch Armbrust. Und naja, irgendwann einmal vielleicht noch sowas wie, weiß nicht so genau, schwer zu sagen. Vielleicht noch diese Helebarden oder so. Mal gucken. So, ich denke, das ist in Ordnung. Sehr gut. Und dann gehen wir mal zu unseren Zaubern. Und ihr seht hier, wir haben Stufe 2 noch nichts gelernt, könnten aber etwas anlegen, wenn wir es gelernt hätten. Und ich gucke jetzt demnächst mal bei unserem Inventar hier. Behälter öffnen, nachdem ich die ganze Kampfmusik im Hintergrund, ob es hier irgendwelche Stufe 2 Zauber gibt, die es wert sind, gelernt zu werden. Oder Grad 2. Aber ich glaube, da ist momentan nichts dabei. Sprühende Farben ist alles hier. Grad 1, das wäre Grad 2, das brauche ich aber nicht anlegen. Also bleiben wir erstmal so, wie wir sind und gucken mal in das Buch rein. Und auch das können wir immer noch nicht identifizieren. Gibt es andere Dinge, die wir jetzt vielleicht identifizieren können, die wir vorher nicht identifizieren konnten? Geben wir eben erstmal alles hier. So. Wir können die Helebarde hier auch noch nicht identifizieren, also packen wir sie zurück. Vielleicht die Handschuhe konnten wir auch noch nicht identifizieren, packen wir auch mal zurück. Das hier, die Schutzformel, ging auch noch nicht. Okay. Also, und das obwohl wir 50 Sagenkunde haben, Freunde. Das heißt also, es sind schon sehr hochwertige Gegenstände. Nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht habe, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Gerne, Nira. Was kann ich für euch tun? Zuerst rannte ich voller Angst fort, aber dann begriff ich, dass ich einen Weg finden musste, die unglückseligen Nebenwirkungen meiner ansonsten beeindruckenden Zauber zu verringern. Und das klingt nach einer guten Idee. Und
unbändige Magie zu wirken, ist wie Flöte nach Gehör spielen. Ich habe es mir im Laufe der Zeit angeeignet, indem ich tat, was sich natürlich anfühlte. Man könnte sagen, dass ich ein recht brauchbares Lied spielen kann. Aber wenn ich nur eine Note auslasse, schießt die Flöte Feuer auf alle Umstehenden. Oh Mist. Außerdem verwandelt mich die Flöte ab und zu in einen Hamster. Ja, das passiert wirklich. Aber hey, vielleicht ist sie dann genauso mächtig wie Boo. Hast du das gehört, Boo? Vielleicht wird sie zu einem Hamster. Dann haben wir einen kleinen Spielkameraden, mit dem du dich balgen kannst. Versprecht mir, ihn von mir fernzuhalten, wenn es soweit kommen sollte. Ja, ihr könnt auf mich zählen. Wie dem auch sei. Hasardeure leben aus auf der Hand liegenden Gründen oft sehr zurückgezogen. Aber ich habe von einem in der Gegend gehört. Es heißt, er sei sehr alt und weise. Und ihr glaubt, dass er euch helfen kann? Hey, ihr seid klüger, als ihr ausseht. Das stimmt genau. Jemand, der so lange mit unbändiger Magie gelebt hat, sollte in der Lage sein, mich das ein oder andere zu lehren. Cool, und wer ist dieser Hasardeur und wo können wir ihn finden? Sein Name ist Adoy und er wurde zuletzt östlich der Feuerweinbrücke gesehen. Interessant, dann werden wir ihn dort aufsuchen. Danke. Ihr seid weit mehr als nur eine gelegen kommende Fluchtmöglichkeit vor den fiesen roten Magiern. Ihr seid ein echter Freund. Aber klar doch. So, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Das ist der zweite Teil für Neeras Quest. Heißt Adoy oder so ähnlich hier. Neeras sind Gerüchte über einen anderen Hasardeur zu Ohren gekommen. Es soll sich dabei um einen alten Mann namens Adoy handeln. Die Leute sagen, er lebe irgendwo östlich der Feuerweinruinen. Wenn er es geschafft hat, trotz der Gefahren der unbändigen Magie ein solch reifes Alter zu erreichen, hat er vielleicht einige hilfreiche Ratschläge für Neera. Außerdem glaube ich, dass Neera gerne eine Flöte hätte. Da fällt mir jetzt ein sehr schmutziger Witz zu ein, aber den spare ich mir jetzt einfach mal. So. Ich glaube, ich muss den auch nicht aussprechen. Okay, Freunde, gehen wir mal hier runter. Denn hier unten drin, in diesem Loch, ist die Person, die wir suchen. Da ist deiner her. Warum ist der nicht verlangsamt? Ach, die trägt zu viel. Ah, komm, wir nehmen das nochmal zurück hier. Ganze schwere Zeug. Ja, genau, machen wir es mal so. So, Freunde, jetzt muss ich ganz kurz was testen. Ich speichere nochmal hier ein bisschen. Und dann würde ich gerne mal hier runtergehen. Wir gehen mit ihm, ja? Mit unserem Hauptcharakter runter. Wünscht. Hey Duda, wer bist du denn? Deiner her! Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Ich danke euch für meine Rettung. Es war mutig von euch, jemanden wie Minsk in die Schlacht zu folgen, wenn auch ein wenig unbedarft. Ich besitze nichts, was ich euch zum Lohn geben könnte, außer meinem Beistand im Kampf. Vielleicht kann ich ja eine Weile mit euch ziehen, auf dass ich eine Gelegenheit finde, um meine Schuld zu begleichen. Minsk ist nun ja Minsk, aber immerhin ist er ein tapferer Kämpfer, wohingegen ich in den Zauberkünsten bewandert bin. Wollen wir uns zusammentun? Ihr seid bei mir willkommen. Man kann nie genug Freunde haben. Ich gucke mal, ob da irgendwas anderes ist, wenn diese Biester euch erwischen. Blablabla. Ja, wir sagen mal einfach ja, so. Ich zweifle nicht daran, dass ihr mir interessante Reisegefährten sein werdet. Die hier, deiner Herr, müssten wir jetzt also töten, wenn Edwin mit dabei wäre. Wir könnten aber auch Edwin überreden, deiner Herr mit einer Gruppe zu lassen. Sind beide in der Gruppe, das geht auch. Ja, wir entfernen erst einmal sie. So. Du bist ja... Wie ihr wünscht. Ja, einfach so. Okay, lass ich mal ganz kurz vorbei hier. So, kurz durch. Wir holen sie ja gleich wieder. Denn ich würde gerne jetzt erst einmal mir sie in Ruhe anschauen. Und das hier ist die gute Deiner her. Sie ist ein Taumaturg. Also mit anderen Worten ein Damage-Magier. Also ein Magier, der
keine Statuszauber oder sowas in der Art beherrschen kann, ist auch eine Spezialisierung, sondern eben dafür einfach nur fetten Damage macht. Und ich gebe jetzt alles, was sie hat, gebe ich ihr. Wir schauen uns erst einmal ihre Hintergrundstory an. Also sie ist Mensch, Taumaturg, rechtschaffen gut, also absolut gut, ist recht intelligent, das ist super, hat auch recht viel Konstitution, ist auch schon ein Level-Up fast, weil wir ja, ihr wisst ja, Erfahrungspunkte gesammelt haben. Und ihre Biografie besagt, als sie deiner Herr nach ihrer Vergangenheit fragt, hat sie nicht viel zu sagen. Anscheinend kommt sie aus dem fernöstlichen Rashemen und ist mit ihrem Leibwächter Minsk gen Westen gezogen. Minsk befindet sich auf seiner Dashema, einem Übergangsritus, und sie selbst scheint sich etwas Ähnliches vorgenommen zu haben. Dazu meint sie jedoch lediglich, dass der Schwertküste große Dinge vorausgesagt wurden. Sie wirkt sehr selbstbewusst und besitzt einen siebten Sinn für das Wissen alter Zeiten. Darüber hinaus ist sie sehr wählerisch, was ihre Begleiter angeht. Sie hat bereits Bedenken über den Geisteszustand ihres Leibwächters geäußert, allerdings bleibt es nicht verborgen, dass sie ihn respektiert und sie wagt kaum einen Schritt ohne ihn. Und damit, Freunde, haben wir alle Mitglieder, die wir für den Rest des Spiels in unserer Main Party behalten werden. Mit dieser Gruppe werden wir das Spiel durchspielen. Diese Gruppe ist in Anführungszeichen Canon, also die Gruppe, die für Baldur's Gate 2 im Endeffekt vorgesehen ist. Für den Anfang und für die Storyline, also die wird einem suggeriert, dass man quasi mit der Gruppe die meiste Zeit verbracht hat. Ihr könnt natürlich mit jeder Gruppe das Spiel durchspielen, ist völlig egal. Und es hat gar keinen Einfluss auf Baldur's Gate 2 im Endeffekt. Ich möchte aber eine gewisse Kontinuität im Let's Play haben. Darum habe ich die Charaktere ausgewählt. Außerdem finde ich die Charaktere unheimlich cool und sympathisch. Wir haben Minsk und Dinaher als Paar. Wir haben Khalid und wir haben Jahira als Paar. Und wir haben Imuen und Gilrain als Paar in gewisser Weise. Wenn ich sage Paare, meine ich nicht zwangsläufig Liebespaare. Das sind ja nur Khalid und Jahira. Und außerdem haben wir alles dabei. Wir haben Krieger, wir haben Tank, wir haben Heiler, wir haben mich als Supporter. Also unser Charakter ist Supporter, Jahira ist Heiler, Minsk ist Off-Tank, oder Haupt-Nahkampf-Damage-Dealer, Khalid ist der Tank und wir haben unseren Dieb, das ist eben Imuen. So, wir machen mal unseren Level-Up hier für sie. Was wir machen können ist, wir können jetzt hier erstmal nichts verteilen, sie baut auf Schleuder auf grundsätzlich, das ist schon mal gut. Und Zauber ersten Grades, 6 Lebenspunkte, perfekt. Mehr geht noch nicht, aber sie ist schon relativ nah an Level 3. Schauen wir uns mal ganz kurz die Ausrüstung an von ihr. So, und dann gehen wir erstmal alles rüber auf sie. Sie können auch gleich viel tragen. Das passt doch super. Dauert jetzt nur einen kleinen Moment, während wir alles rüberschieben. So, die Tränke auch. Und natürlich auch den Ring. Und auch die Rüstung hier. Das da, die Robe des Reisenden. Das ganze Zeug geht da auch nochmal rüber. Das hier. Ein Stab können wir eigentlich... Obwohl der Stab, der ist, glaube ich, ja, der ist nur für Nira gedacht. Den lassen wir ihr mal. So, und ihr seht, sie hat mehr Lebenspunkte als Nira, weil sie mehr Konstitution hat. Ja? Weniger Geschicklichkeit, mehr Konstitution, hat mehr Weisheit, selbe Intelligenz. Also, die nehmen sich nicht viel. Der Unterschied ist halt, dass sie so ziemlich jede Art von Magie lernen kann. Und sie kann das halt eben nicht. Sie ist beschränkt, weil sie ein Spezialist ist. Wir geben ihr das Ding hier, diese Rüstung, denn die Rüstung besagt minus 1 für Geschosswaffen, minus 1 für Odemwaffen. Das ist super klasse. Also sieht sie auch schon mal ein bisschen anders aus, ne? Ein bisschen epischer. Dann geben wir das hier und natürlich sämtliche Steinchen. So, den Ring auch und dann gehen wir zu den Zaubern. Ihr seht, sie kann nur Damage-Zauber benutzen. Das ist aber völlig in Ordnung. Wir geben ihr das alles hier, da kann sie immer ordentlich draufheizen. Wir bringen ihr auch noch andere Sachen bei. Zum Beispiel, wenn ich mal bei ihm schaue hier. Ach, Moment hier, den Edelsteinbehälter. Ach, den machen wir gleich. Behälter öffnen. Da sind noch andere Sachen drin, zum Beispiel Entzug von Lebenskraft. Packen wir einmal in den Rucksack. Schmieren, weiß ich gar nicht, ob sie das lernen kann. Packen wir auch einmal in den Rucksack. Schockgriff, sprühende Farben. Packen wir auch mal in den Rucksack. Identifizieren, packen wir in den Rucksack. Ich guck mal, ob sie irgendwas davon lernen kann. Aganazas, Flammen packen wir in den Rucksack. Magische Geschosse hat sie ja schon. Schockgriff. Wir packen einfach mal alle in den Rucksack. Komm, wir packen alles in den Rucksack hier. Panzer, Infravision. Geht nicht mehr. Okay, sehr gut.
Und dann geben wir erstmal alles rüber zu ihr. Das kann sie haben. Hat sie schon. Das kann sie haben. Es gibt nämlich, ihr müsst euch das vorstellen, jede Spezialisierung von einem Magier kann bestimmte Zauber nicht lernen. Okay, also machen wir erst einmal Panzer. An sie lernen. Sehr gut. Das hier hat sie schon. Das machen wir gerade weg. Schockgriff. Hat leider nicht funktioniert. Kalte Hand. Hat sie gelernt. Sehr gut. Identifizieren. Hat leider nicht funktioniert. Aganas Flamme hat funktioniert. Öl hat auch funktioniert. Sehr gut. Sprühende Farben hat funktioniert. Wunderbar. Entzug von Lebenskraft hat einmal nicht funktioniert. Und beim zweiten Mal auch nicht. Okay. Ja, so kann man auch Zauber verbraten. Gucken wir mal ganz rein. Diesmal hat ein Doppelklick auch funktioniert. Nehmen wir nochmal Identifiziere dir in den Rucksack. So, magische Geschosse, Schmieren. Entzug von Lebenskraft. Komm, das kann erstmal so bleiben. Machen wir es nochmal so. Perfekt. Versuchen wir es nochmal mit Identifizieren. Hat wieder nicht funktioniert. Und der Zug von Lebenskraft hat auch nicht funktioniert. Ihr merkt schon, sie hat eine Intelligenz von 17. Und schon sind so viele Zauber fehlgeschlagen. Natürlich hätte ich jetzt einfach neu laden können. Vorher speichern, neu laden können. Dann hätte das auch funktioniert. Hätte ich das so lange versucht, bis sie es gelernt hat. Aber mein Gott, dann sei es halt eben drum. Wir kommen anderweitig an die Zauber noch ran. Sie hat aber wichtige Zauber gelernt. Und die schauen wir jetzt auch gleich mal an hier. Sekunde. So, zum Beispiel hat sie sprühende Farben gelernt. Sprühende Farben ist ein Statuszauber, mit dem sie Gegner ohnmächtig machen kann. Das ist sehr praktisch. Magische Geschosse auch mal zwei Stück. Machen wir nochmal sprühende Farben und noch einmal Panzer. So, ich bin ein Fan von, da hat sie noch kein Level 2. Ich bin ein Fan von Statuszaubern, weil sprühende Farben zum Beispiel sorgt dafür, dass die Gegner, also eine gewisse Anzahl von Gegnern, wenn sie einen Rettungswurf nicht bestehen, dass sie dann eben umkippen, ja, und bewusstlos sind. Die sind dann ein bisschen bunt und bewusstlos, also sehr praktisch. So, ja, ihr seht, sie kann nur noch, hat nur noch drei Zauber angelegt. Die drei kann sie zwar noch benutzen, aber wenn die weg sind, sind sie weg und dann hat sie nur noch die hier. Okay, also ein bisschen Statusmagie hat sie auch. Sie kann, glaube ich, keine Verzauberung benutzen oder so. Das ist das Gegenteil ihrer Schule. Und ich würde mal sagen, wir sind soweit fertig und machen jetzt hier Gruppe neu formieren. Und dann entfernen wir mal Nira. Was ist es diesmal? Ernsthaft? Nach allem, was ja, wir durchgemacht ganz genau. Haben? Warte bitte im freundlichen Arm auf mich. Vielleicht werden wir uns wiedersehen. Falsch eingeschätzt. Wenn ihr bereit seid, euch zu entschuldigen, findet ihr mich im freundlichen Arm. Ich denke mal, ihre Quest sollte noch aktiv sein. Und wenn ihre Quest noch aktiv ist, dann können wir sie jederzeit wieder mitnehmen und ihre Quest machen. Als nächstes gehen wir mal zu ihr und nehmen sie wieder mit. Was wollt ihr? So, dass ich warte liest, los geht's. Okay, den Edelsteinbeutel geben wir ihr zurück. Und damit ist unser Team komplett so, wie es endgültig sein wird, Freunde. Ist doch super. Jetzt gehen wir einfach wieder nach draußen, denn wir haben alles erkundet, wir haben alles gesehen. Ein paar Zauber sind fehlgeschlagen. Die meisten Zauber, die fehlgeschlagen sind, waren Stufe 1. Ich glaube, das waren sogar alle Stufe 1 Zauber. Und die können wir später sowieso kaufen. Also, ihr wisst ja noch, in der Hohen Hecke, bei diesem einen verrückten Magier, den wir besucht haben, da kann man viele Spruchrollen kaufen. Das kostet dann halt Geld. Mein Gott, dann kostet es halt ein bisschen Kohle. Laufen wir hier runter, so. Ne, dann kostet es halt ein bisschen Kohle, aber ich will's zumindest einigermaßen authentisch haben. Also ihr seht ja, wir sind durchgekommen, ohne zu rasten. Ja, wir sind nur mit drei Heilzaubern durchgekommen von Jahira. Und die Zauber, die nicht funktioniert haben, haben wir akzeptiert. Sei es eben drum, wir werden welche wieder finden. Und wir werden auch ein paar wieder, also ein paar kaufen, wenn es sein muss. Aber ich denke, ihr habt gerufen. Ihr habt Identifizieren nicht gelernt. Das würde ich gerne nochmal kaufen als Schriftrolle. Zum einen das. Und zum anderen denke ich mal, ihr seht da bei mir, wenn ich hier gucke, Schlaf zum Beispiel ist Verzauberung. Person bezaubern ist Verzauberung. Das sind Zauber, die kann sie nicht lernen. Sie kann hier Veränderung, Nekromantie, Hervorrufung, Beschwörung, Veränderung. Das sind alles Sachen, die sie lernen kann. Aber sie kann eben nicht Verzauberung lernen, okay? Wie befohlen. Ja, wie ihr wünscht. So, dann verlassen wir mal ganz kurz das Gebiet hier. Und in der nächsten Episode, Freunde, werden wir zur Hohe Hecke gehen
uns vorbereiten. Wir werden vielleicht noch mal ganz kurz zum freundlichen Arm gehen oder so, mal schauen. Das ist übrigens Adois Enklave. Vielleicht machen wir in der nächsten Episode die Quest für Nira fertig, dann ist sie nämlich erledigt. Das heißt, wir gehen hohe Hecke, kaufen die Zauber, die ich haben will, gehen zum freundlichen Arm, holen Nira ab, machen dann Adois Enklave als Nebenquest und gehen dann hierhin zur Mine von Nashkel und machen dann dort mit der Mainquest weiter. Das mit Nira hat sich ergeben und dann können wir sie auch endgültig abschließen, brauchen sie nicht mehr mitnehmen. Das wäre ja eigentlich ziemlich praktisch. Okay, Freunde, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall war. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr keine Episode mehr verpassen möchtet. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.